Anne würde mich schon vorstellen. Hallo. Beckett hat uns deine Dichtung geschenkt. Toll. Geschenkt? Ja, aber uns da oben was für das. Ich meine, vielleicht verstehe ich es nicht, aber da sind zwei Tilos, die wollten von Gott runter, kommt der daher. Na super. Und der eine heißt bitte Kassel. Estragon. Ja, der heißt wie ein Senf, bitte. Das muss einmal einfallen, bitte. Und dann wollen sie die zwei Tilos aufhängen. Bringen Sie mal nicht zusammen, weil Sie zu eppert sind dafür. Und dann kommt ein kleines Kind und das kleine Kind sagt, der kommt heute überhaupt nicht. Der Herrgott, da gibt es Ärgers. Im Burgtheater schon, ich sage Ihnen was. Ich habe 11 Jahre Peinmann hinter mir. Die Boschen alle, aber die quietschen noch immer. Macht ihr das immer so? Nein, immer nicht. Aber bei Warten auf Gott tot, dran sei jedes Mal durch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das ist ja wirklich kein leichtes Stück. Ja, das kann sein, weil muss mir das Theater erst einmal so einleben, möglicherweise, ne? Davon bin ich überzeugt. Wie wär's, wenn wir uns nächste Woche Lady Winter Messfächer anschauen? Das Stück ist lustiger. Ja, na hoffentlich. Und der Ding, der, wie heißt der Fächer? Winter Messfächer. Ah, und der kommt vor der Fächer. Das ist wie beim Godot, dass man warten muss, oder was? Na Joschi, ich sehe schon. Ich glaube, ich werde sie ein bisschen in die Hand nehmen müssen. Ja, gern. Ich habe übrigens eine hilfreiche Frau gehabt. Danke. Danke. Der Dame böd, was? Nee. Bitte. Sehr was. Auf Wiedersehen. Kennen Sie den Garderober? Was? Nein, noch nie gesehen. Was sind Dutz? Ach so, ne. Ich tut's alle gleich. Ist viel einfacher zwischenmenschlich. Hm, noch hinein. Danke, Herr Töpfer. Bitte. Ja.